Was? Lucretia Jochimsen, Kandidat? Ich meine, Kandidat? Hochspannung in Berlin. Morgen fällt in der Bundesversammlung die Entscheidung, wer das Finalticket für die Fußball-WM gewinnt. Kleiner Wermutstropfen, der Gewinner muss 4 Jahre lang Reden halten. Und Deutschland repräsentieren natürlich. Ja, Christian Wulff, Joachim Gauck oder wieder so eine Frau mit komischer Frisur. Die 11 geeignetsten Kandidaten sind ja leider zum Glück noch in Kapstadt. Tja, schafft es der Auserwählte der Koalition? Oder wird morgen nach den Engländern die nächste desolate Mannschaft demontiert? Aber eigentlich stehen die Chancen ziemlich gut, dass das Sommermärchen für Christian Wulff wahr wird. Ja, genau wie bei Thomas Müller. Eben noch dritte Liga. Naja, der künftige Bundespendler kann sich bei Hostelworld jedenfalls schon mal ein paar kompakte Taschenreiseführer zum Ausdrucken runterladen. Und bei den großen Metropolen darf Kapstadt natürlich nicht fehlen. Auch praktisch für Argentinier, die am Samstag nicht gleich zurückfliegen wollen. Einen dagegen sehr ausführlichen Reiseführer findet man hier. In diesem Blog beschreiben zwei Freunde ihre ungewöhnliche Zugreise von Wien nach Pyongyang, die vor allem deshalb so bemerkenswert war, da es ihnen gelang, über eine Route in Nordkorea einzureisen, die eigentlich nicht für Touristen gedacht ist. Und so konnten sie sich 36 Stunden ohne irgendwelche Aufpasser umsehen, ihre Erlebnisse aufschreiben und jede Menge Bilder machen. Die Bundeskanzlerin will ja übrigens schon am Samstag nach Kapstadt reisen. Finde ich nur fair. Die Argentinier haben doch auch immer so ein ulkiges kleines Maskottchen dabei, da ihre Trainerdeko. Ja, die Angie will sich vom Schweini wohl mal ganz unverbindlich informieren lassen, wie man Führungsaufgaben übernimmt bzw. wahrnimmt. Naja, ihre Anreise dürfte auf jeden Fall weniger turbulent werden als die dieses Kollegen hier. Im Animationsfilm Court Toujours wird er nämlich von einem Verkehrsteilnehmer empfindlich behindert. Und wie es sich für einen richtigen Rechthaber gehört, kann er das natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Wie viel angenehmer ist man da doch mit Monroe-Stoßdämpfern unterwegs? Was heißt angenehm? Ein geradezu befriedigendes Gefühl geben einem diese kleinen handlichen Wunderwerke der Technik. Zu schade, dass diese sehr überzeugende Kundenansprache wohl nie im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Aber kommen wir zu etwas Ernsterem. Thilo, unser heutiger Gastzuschauer, der nach eigener Aussage sowas wie ein Pirat ist. Rasierklingen hat er leider noch nicht erbeutet. Dafür hat er einen überraschend festen Wohnsitz in Jena. Für Eric Day wäre Thilo jedenfalls eine Herausforderung. Denn der amerikanische Künstler porträtiert Menschen mit einer sehr ungewöhnlichen Technik. Nämlich mit vielen kleinen farbigen Pinnnadeln. Und das Ganze natürlich auf Pinnwänden. Aber auf Wunsch sicher auch als Gesichtsakupunktur. Nicht mit Nadeln, sondern Nägeln porträtiert dagegen Laurel Roth. Und zwar so richtig eitle Pfauen. Die modelliert sie standesgemäß aus Schönheitsaccessoires wie künstlichen Fingernägeln, Wimpern und Nagellack, was die weiblichen Beobachter natürlich umso mehr fasziniert. Welcher Präsidentschaftskandidat ist eigentlich so als Mann interessanter? Ich meine, der Gauck wirkt natürlich markanter, ist aber dafür vielleicht auch schon im Kuschelalter. Egal, ich sag einfach, der Bessere soll gewinnen. Nicht, dass ich es dem Wulff nicht gönne, aber der Gauck ist bei uns einfachen Leuten eben unheimlich beliebt. Fast schon eine Ikone der Popkultur, wie die, die hier aufs Korn genommen werden. Eine Sammlung amüsanter Bilder, die die Helden unserer Jugend aus ihrem gewohnten Umfeld reißen und ihnen so dann doch etwas von ihrem Zauber und Mythos nehmen. Manchmal wird dieser Mythos aber auch Realität. Wie bei Patrick Boivin, der sich in seinem sehr unterhaltsamen Kurzfilm 8080 Day Afternoon für ein ganz extravagantes Haustier entschieden hat, den Star Wars Walker, der neben sehr vertrauten Verhaltensweisen aber eben auch seine ganz besonderen Eigenarten an den Tag legt. Das war Ehrensenf, ich bin Christine, tschüss. Hier, die junge Frau vom Wulff hat sogar ein Tattoo. Wobei, ein Leben lang Christian Wulff ist eigentlich die mutigere Entscheidung.